Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge sind wir hier in diesem Bunker angekommen und unser Auftrag ist es, dass wir unsere Waffen verbessern. So, nice. Also haben wir jetzt unsere Waffen mal ein bisschen geupgradet. Im Prinzip haben wir jetzt eigentlich auch nur unsere Schrotflinte einmal geupgradet und, weil wir auch nur zwei Sachen upgraden konnten, unsere Standardpistole. So, das sollte es dann auch erstmal gewesen sein. Jetzt haben wir nicht mehr so viel über. Okay. So, und jetzt machen wir uns auf dem Weg Richtung Reason Red. In Hoffnung, dass uns jetzt natürlich keine großen Überraschungen entgegenkommen. Aber ich kenne mein Glück. Bin ehrlich. Wir werden da nicht ungestört hinkommen. Vor allen Dingen nicht, wenn wir hier in so einem Scar-Lager sind. Verdammt. Der Ort ist drauf. Weiter, runter. Aber er erfüllt seinen Zweck. Also, sollen wir auch nach den Ausreißerinnen suchen? Emily führt bei Sonnenuntergang eine Truppe in den Wald. Sie findet sie. Okay. Möge die Prophetin Gerechtigkeit walten lassen. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. Da sind sie. Mögen sie als Beispiel für andere dienen. So, jetzt ist die große Frage der Fragen. Killen wir die jetzt oder killen wir die jetzt? Oh oh. Ich glaube, wir müssen zumindest die eine hier killen. Schleichen wir uns mal von hinten an. Und grabbeln die uns. Denk nicht mal dran. Das war nicht schlecht. Und dann nehmen wir uns auch glatt die Machete mit. Wer oder was hat uns denn jetzt hier schon wieder gesehen? Okay, also hier sind noch ein paar, da sind noch ein paar. Alter Falter, okay. Das ist die große Frage. Machen wir einfach ein Running Boy mäßig oder machen wir Sneaky Peek und schalten alles Stück für Stück aus? Bevor wir uns dafür aber entscheiden, verbessern wir mal ganz kurz die Machete. Und jetzt gehen wir erstmal hier gucken, dass wir hier oben. Da unten ist auch noch wer, oder was? Ja, da unten ist auch noch wer. Dass wir die hier oben wegschnabulieren, in der Hoffnung, dass wir das können. Okay, das ging ziemlich schnell. So, jetzt ist die Frage, wo gibt es jetzt noch welche? Hier unten haben wir noch einen. Haben wir noch eine Crowbar. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier runter? Ah, okay, wir kommen hier runter. Und könnten ihm jetzt hier. Das kam aus dieser Richtung. Okay. Ganz sneaky war das jetzt nicht, aber ist mir auch egal. Durchkämmt die gesamten Ruinen. Ja, durchkämmt die gesamten Ruinen. Damit ihr mich auch gar nicht erst findet. So, das ist die große Frage der Fragen. Okay, wie viel haben wir hier? Hier haben wir jetzt zwei. Das sind zwei Leute noch? Alter, wegen zwei Leuten kacke ich mir doch nicht ins Hemd. Vor allem, ich habe High Ground. You know, Battleground? Also mal High Ground zu P. So, da kommt gleich einer. Nice. Der läuft aber erstmal in die falsche Richtung. What? Ich hab ihn nicht gekillt. Da ja, wollen wir noch welche. Hier haben wir noch welche. Ja. Okay, wir sind. Also die sind doch nicht so ganz alleine, Sie sind doch nicht nur noch zwei. Sein. Jetzt sind anscheinend ein paar mehr. Aber der Headshot hat gesessen. So, wo ist der Rest? Gibt keinen Rest. Gibt nur ein Rest in Peace.
Hier oben scheint keiner zu sein. Aha. Hier oben haben wir noch eine. Eine nette Kollegin. Das war eine nette Kollegin. Die hat's leider hinter sich. Oh, da ist noch jemand. Aufs Fressbrett. Okidoki, also haben wir ihmchen hier noch. Sehr gut. Bisschen Munition. Der tat weh. So, haben wir hier noch welche? Nein, haben wir nicht. Okay, 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 okay. Ah, da hinten haben wir wieder welche. Das kam vielleicht von da drüben. Ja. Wo bist du hin? Besser kein Risiko eingehen. Besser kein Risiko eingehen. Okay, dann geh kein Risiko ein und verpiss dich einfach von allem. Und auf Wiedersehen. Da sind wir gar kein Risiko eingegangen. I see, I see, I see. Also ich muss sagen, wir haben es bis jetzt hier eigentlich ganz gut, ganz, ganz gut gelöst. Ich sag, wie es ist. Ich finde das nicht verkehrt, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Ja. Wir haben ein paar Leute auseinandergenommen, ne? So wie sich das gehört, ne? Und ich muss jetzt nochmal gucken, wo hier eventuell... Wo sie ist? Aber sie ist nicht hier? Das heißt für mich, ich kann hier einfach raus, richtig? Jetzt muss ich runter zur Straße. Okay. Gut, schon mal Viereck. Viereck, spammen. Ja, wir müssen Viereck spammen. Alter, sie macht den Mike Tyson. Juh. Alter, jetzt kommt der nächste hier an. Komm, Abby. No! Das hat weh. Also. Ich sag mal, das hätte jetzt nicht sein müssen.